Liebe Freunde, zunächst einmal möchte ich dem Schiller-Institut danken dafür, dass es mich hier eingeladen hat, vor diesem wunderbaren Publikum zu reden. Und ich möchte sagen, dass ich wirklich bewegt bin davon, dass hier so viele junge Leute sind und diese Atmosphäre, die jugendliche Atmosphäre hier im Saal, insbesondere gestern war ich wirklich erhoben, als ich dieses wunderbare Konzert gehört habe. Ich möchte den jungen Leuten dafür danken. Nun, ich möchte für Ihnen präsentieren eine kleine Dokumentation aus Griechenland, die Entführung der Europa durch Zeus und die Verführung Europas durch den modernen Kapitalismus in der modernen Zeit. Zeus, der König der alten griechischen Götter, verliebte sich in die schöne Europa. Und er verwandelte sich in einen weißen Stier, nahm sie auf seinen Rücken und floh mit ihr. Und dann zeigte er seine wahre Natur und Europa wurde die erste Königin von Kreta und gab ihren Namen dem gesamten Kontinent. Heute sind 19 Millionen Europäer arbeitslos. Heute sind 23% unserer Bürger unterhalb der Armutsgrenze. Die moderne griechische Tragödie tritt jetzt in ihr viertes Jahr. Das Wirtschaftsprodukt unseres Landes ist um etwa 30% gesunken seit 2008. Die Depression geht weiter. Die wichtigsten Handelsstraßen sind geschlossen. Jugendarbeitslosigkeit 50%. Armut und Elend weit verbreitet. Jeden Tag werden 1500 Menschen arbeitslos und 3 bis 4 Menschen bringen sich um. Tausende fliehen das Land, um eine Arbeit zu suchen und hoffen auf Sonnenschein. Die Massenimmigration aus Griechen hat begonnen. Dank des Euro und der extrem monetaristischen Depressionspolitik stirbt Griechenland. Die anderen südlichen Länder folgen. Vielleicht wird bald ganz Europa folgen. Anstatt gegen die Finsternis zu sein, sollten wir eine Kerze sein, sagt Goethe. Das kann solche subversiven Ideen umfassen wie die Abschaffung der extremen monetaristischen Politik, des Casino-Kapitalismus und der schlechten funktionierenden Eurozone. Beseitigt es die internationalen Steuerparadiese und die unkontrollierten freien Kapitalflüsse. Es führt die Glasfiegelbankentrennung ein und die Entwicklung der Welt. Schafft einen neuen Marshallplan für die Länder in Not.
steigert die boreale produktive Wirtschaft, hebt sie über die Märkte, schafft eine neue Vision gemeinsamer menschlicher Entwicklung und reaktiviert umfassende Renaissance der klassischen Kultur, der Grundlage der Schönheit, der gemeinsamen Ziele der Menschheit. Verlieren wir uns nicht in der Zeit. Das war jetzt zu schnell, konnte ich nicht mehr lesen. Thank you. Das war. Wurde von mir und meinen Kollegen geschaffen, die arbeitslos sind. Wenn Sie eine Arbeitsmöglichkeit haben, sagen Sie mir Bescheid. Ich habe genügend Leute, die arbeiten wollen. Tut mir leid, dass ich hier die Stimmung dämpfen muss und auf die moderne griechische Tragödie kommen muss. Dazu muss ich Sie daran erinnern, dass ich gestern schon erwähnt habe in der mein Vorname ist Theodor, was übersetzt ein Geschenk von Gott. Und ich muss Ihnen jetzt auch sagen, dass mein zweiter Name, Katsanevas, heißt von unten nach oben. Gottes Geschenk kommt von oben. Und wir dachten, dass wenn wir in den Euro eintreten, dass wir ins Paradies kommen. Aber tatsächlich war es die Hölle. Heute durchleben wir eine moderne griechische Tragödie, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben. Ein Teil der Schuld, das müssen wir akzeptieren, ist eine Folge der Bosheit unseres politischen Systems. Aber dieses politische System existierte auch früher in der Zeit des Drachme. Seit 2008, dem Beginn der Krise, geht es mit unserem Land hinab, und zwar schnell. Wir stürzen ab. Kein Ende in Sicht, keine Hoffnung, kein Ende am Licht des Tunnels. Die Arbeitslosigkeit wächst in den Himmel. Die verzweifelten Menschen fliehen aus dem Land, suchen Platz unter der Sonne und suchen Arbeit. Es gibt also massive Probleme, ein massiver Exodus der besten Griechen ins Ausland. Gleichzeitig haben wir Massenzufluss an illegalen Einwanderern, vor allem Moslems, wir haben nichts gegen Moslems an sich, aber es verändert die Struktur der Arbeitskraft unseres Landes und unserer Kultur. Und Griechenland, das 3000 Jahre existiert hat, wird in 50 Jahren vielleicht nicht mehr existieren. All das geschieht im Schatten der Akropolis, dem Fundament der europäischen Zivilisation. Das Land, das die Demokratie, die Philosophie, Mathematik, die Kunst, den Geist und die Schönheit gefunden hat. Das Land von Platon, Sokrates, Aristoteles, Pythagoras und all den anderen. Und Friedrich Schiller, die so geliebt hat. Dieser Geburtsort Europas wird von der EU gefoltert, die von ihrem Ideal der Konvergenz und der Solidarität zwischen den Nationen abgekommen ist. Das ist keine Europäische Union mehr. Es ist eine europäische Blase. Eine europäische. Mein Land bezahlt dafür den Preis. Und Griechenland bezahlt den Preis für ein irrationales wirtschaftliches Experiment. Wir haben ein Land ohne Währung, ohne die Existenz eines zentralen politischen wirtschaftlichen Schirms. Und
stattdessen den sogenannten postkapitalistischen Casino-Kapitalismus. Die ganze Eurozone, das ganze Bankensystem der Eurozone ist in Gefahr. Und das sieht man, wenn man von Zypern ausgeht, wo man die Bank, einen großen Bankraub begangen hat. Und das wurde in dem jüngsten Bericht von Schiller-Institut gesagt, dass dieser Bankraub in Zypern war nicht in letzter Minute irgendeine kurzfristige Idee der EU, sondern es war schon lange geplant. Jacques Cheminade hat gesagt, diese Dinge, die Sie hier sehen, er hat in der griechischen Zeitung ein sehr interessantes Interview gegeben, wo er sagte, betonte, die Bankenoligarchie, die von den monetaristischen Zentralbankern geschafft wurde, wie solch Leuten wie Robert Mundell, der hat dafür einen Nobelpreis bekommen für diesen kriminellen Akt, und es ist zum Scheitern verurteilt. Und mein Freund Jacques, ich möchte in dieser Erklärung irgendetwas zum Euro sollte da drin sein. Denn wie Lund sagte, das Leben geht weiter und Glass-Steagall muss die neue kriminelle Verbrechen verhindern. Zweitens sagte Jacques, Zypern sollte austreten aus dem Euro. Europa muss wieder aufgebaut werden als Verein souveräner Nationen mit gemeinsamen Entwicklungsprojekten. Der Süden von Zypern war eine der reichsten Zonen in Europa, bevor es im Januar 2008 in die Eurozone eintrat. Es war das reichste oder sogar zweitreichste Land. Jetzt ist es eine Ruine. Im Norden Zypern war besetzt von den Türken. Es war und ist immer noch weit ärmer als der südliche Bruder. Außerhalb der Eurozone überlebt es. Wie kann ein armes Territorium die Depression so viel leichter überwinden als der Süden? Es heißt, dass in Zypern viel schwarzes Geld gewaschen wird. Das ist sicher zum Teil richtig, vor allem seit dem Zugang zur Europäischen Union 2008. Aber wer kann bestreiten, dass die Hälfte der internationalen wirtschaftlichen Transaktionen über Offshore-Tax-Paradiese in der gesamten Welt abgewickelt werden? Nach Angaben der OECD haben 47 Staaten befolgen sie nicht die international akzeptierten Steuervorlagen. Und dazu gehören unter anderem Irland, Zypern, Liechtenstein, Luxemburg, Finnland, die britischen Virgin-Inseln, also Großbritannien, Cayman Islands und so weiter. Forbes-Magazin zufolge sind die Steuerparadiese, zum Beispiel der US-Bundesstaat Delaware, Luxemburg, die Schweiz, Cayman-Inseln, die City von London, Irland, Bermuda, Belgien. Entschuldigen Sie, da ist die Hauptstadt Europas. Liechtenstein, Monaco und die Azoren. Die letzten drei, von denen wir nennen, haben sie enge Verbindungen zu Deutschland, Frankreich und Spanien. Die Bosse der internationalen Casino-Kapitalismus konnten nicht in einer Nacht, also wer könnte bestreiten, dass die das nicht über Nacht zumachen könnten? Das Land der Bankenmissbräuche und die Geldwaschmaschinen, sie wollen es aber nicht abstellen. Nur in einem Fall wie in Zypern. Was ihnen aus verschiedenen Gründen ein Dorn im Auge war. Und deswegen habe ich gestern die Frage an die Russen gestellt. Irgendetwas ist da im Gang, vielleicht zwischen Russland und Deutschland.
diejenigen, die den Schlüssel zur Geld haben, die bestellen die Musik. Und in einer unserer Studien der Universität von Piräus haben wir die wichtigsten ökonomischen Indexe angesehen, BIP und so weiter, und haben versucht, zu Entwicklungskurs von Ländern innerhalb und außerhalb der Eurozone zu vergleichen. Wir haben festgestellt, dass die Volkswirtschaften der sogenannten Gypsy-Länder, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und Irland und jetzt auch Zypern, relativ gut wirtschaftlich ging, bevor sie in den Euro eintraten, um 2000 herum. Aber danach ging es in einige Zeit später schlechter. Das Gleiche gilt für andere Länder der Eurozone, Slowakien, Estland, Belgien. Nur Deutschland, Frankreich, Österreich, Finnland, Holland scheint es im Allgemeinen relativ gut zu gehen. Die Länder außerhalb der Eurozone, wie Großbritannien, Dänemark, Schweden, Tschechische Republik und sogar Bulgarien, Ungarn, Polen und Rumänien, haben einen relativ stetigen Aufschwung mitgemacht, der erst mit dem Eintritt der Krise endete. Die Länder außerhalb der EU, wie Norwegen, Serbien, die Türkei, haben die Krise überlebt, mehr oder weniger eine fast normale oder sogar relativ schnellen Tempo sich entwickelt, so wie Russland, China, Indien, Brasilien, Argentinien oder sogar Äthiopien und Ghana und viele andere in den Entwicklungsländern. Sie haben die Krise überlebt und sie machen Fortschritte, wenn es auch da Probleme gibt, aber sie gehen vorwärts. 4 Jahre nach der Krise haben die meisten Länder überlebt. Nur die Gypsies, die peripheren Länder in der Eurozone, sind ruiniert. Was ist die eigentliche Ursache eines solchen Phänomens? Ich wäre sehr froh, wenn Sie mir diese Frage erklären können. Aber erlauben Sie mir zu sagen, dass alle statistischen Daten auf diese Tatsache verweisen, dass es die schlechte Funktion der Eurozone ist, zusammen mit den Missbräuchen der extremen monetaristischen Politik des Casino-Kapitalismus, des Postkapitalismus verantwortlich ist. Und zusammen mit der Existenz der internationalen Steuerparadiese, den unkontrollierten Kapitalflüssen, der Vereinigung von Geschäfts- und Investmentbanken, die durch Glass-Steagall getrennt waren, die Dominierung der monetaristischen Blase gegenüber der realen produktiven Werte und die Unterschätzung der humanen Werte. Wie Steve Keen gezeigt hat, sehr bekannter australischer Ökonom, Ende der 1980er hat der Finanzsektor erstmals den nicht finanziellen Sektor überschritten und wächst jetzt mit sehr großer Geschwindigkeit. Hier sehen Sie, die rote Linie ist der Finanzsektor und die gelbe Linie ist der nicht finanzielle Sektor. Man kann sagen, die Finanzwirtschaft, die Blasenwirtschaft gegenüber der realen Wirtschaft. Und die Blasenwirtschaft gegenüber der produktiven Wirtschaft. Das ist nicht bloß etwas, was ich sage. Das sind tatsächlich erhobene Statistiken. Wie das Schiller-Institut sagt, wenn jemand die Verantwortung gemacht werden muss, dann sind das nicht die Leute, deren Bürger- und Arbeitsrechte über Jahrhunderte hart erkämpft wurden und jetzt verschwinden. Die Habenden wollen immer mehr und mehr und mehr von den Habenichtsen, sagte Brecht. Paul Krugman sagte, der Nobelpreisökonom, sagte, Griechenland war 15 Jahren kein Paradies, aber es war auch nicht in einer Krise.
Wie ist also Griechenland in so große Schwierigkeiten gekommen? Machen Sie, der Euro ist verantwortlich. Fragen Sie sich, warum ist das Dollargebiet, warum aber funktioniert es ohne eine solche regionale Krise, wie sie jetzt Europa trifft? Die Antwort ist, guckt man zufolge, dass es dort eine starke Zentralregierung gibt, die automatische Bailouts gibt für Staaten, die in Schwierigkeiten. Die Ursprünge dieser Katastrophe liegen im Norden, in Brüssel, in Frankfurt, wo Bürokraten ein zutiefst fehlerhaftes monetäres System geschaffen haben. Und die Lösung für die Krise muss von der gleichen Richtung kommen. Kenneth Rogoff sagt ähnliche Dinge. Ich werde das Sie finden. Es gibt, meine Rede wird wahrscheinlich auch schriftlich veröffentlicht. Und auch Hans-Werner Sinn, das überspringe ich jetzt, die detaillierten Zitate. Er sagt, die sagen ähnliche Dinge. Den Massenmedien zufolge ist, und außerhalb von, wir sprechen von den Gangster, die Gangster der, die Gang, Helga Zepp LaRouche betont in einem anderen sehr interessanten Interview in einer griechischen Zeitung betont, dass die Durchsetzung des Eurosystems der Preis für die deutsche Wiedervereinigung war und niemals in der Absicht geschah, eine prosperierende europäische Wirtschaft zu schaffen. Und sie führt das aus. Ich überspringe das hier, Sie können das dann nachlesen. Und unseren Studien zufolge, nach unserem gemeinsamen Gefühl ist der Euro ein Anzug, der Griechenland nicht passt und den anderen südlichen Ländern nicht passt. Die griechische Wirtschaft beruht auf Tourismus und ein Raum in einem griechischen Hotel kostet heute etwa doppelt so viel wie ein vergleichbarer Raum in der Türkei, Ägypten, Bulgarien, Rumänien oder Ungarn. Kosten der Düngeproduktion, das kostet in Griechenland mehr als doppelt so viel. Ein anderer wichtiger Punkt ist Rüstung aus dem Westen. In den letzten 12 Jahren haben wir für etwa 100 Milliarden Euro Waffen, 100 Milliarden Euro Waffen investiert. Das ist praktisch entspricht praktisch unserem ursprünglichen Defizit. Und warum müssen wir so viel Waffen ankommen? Weil Türkei vor der Tür der EU steht und wir müssen. Wo ist die Europäische Union in all dem? Die einzige klare Lohnung ist der sogenannte Grexit, der Austritt Griechenlands und der anderen südlichen Länder aus dem Euro. Dieser Ausstieg wird natürlich zunächst mal sehr schmerzhaft sein, aber in der gegenwärtigen Lage, die gegenwärtige Lage ist völlig hoffnungslos. Die Depression bringt Depression, Armut, Elend und Aufruhr. Wie Menandros einst sagte, Kredite machen Menschen zu Sklaven. Das ist ein böser Teufelskreis, aus dem man nicht mehr herauskommt, wenn man nichts tut. Denn diese Politik ist völlig falsch. Sie sind nicht das Ergebnis von Logik. Wir brauchen Logik.
Wenn nicht das wahr ist, was einige Leute flüstern, dass diese Politik aus einem bösen Plan des großen Bruders beruht, um die schwächeren Länder völlig zu unterwerfen, von den Bossen des Casino- und Postkapitalismus. Nach dem Plan B, den wir ausgearbeitet haben, und diese Bewegung wächst in jüngster Zeit sehr schnell, wird der Austritt aus dem harten Euro, aber nicht aus der EU, sollte begleitet sein mit einem kontrollierten Konkursverfahren, in dem etwa 50-70% der Schulden gestrichen werden, dann eine zweijährige Gnadenfrist, bevor die Rückzahlung bezahlt. Das sollte verbunden sein mit dem neuen Marshallplan, wie es das Schiller-Institut ausgearbeitet hat, und in dem Regierungs natürlich aufpassen müssen, wie viel Geld sie ausgeben. Die öffentliche Staatsverwaltung muss modernisiert werden, Korruption muss bekämpft werden und so weiter. Man braucht ein Gefühl der Fairness, Effizienz und Ehrlichkeit. Man braucht die geringen und mittleren Löhne und Gehälter sollten in moderater Weise angehoben werden, um keine Hyperinflation zuzulassen. Die Regierung sollte für die Versorgung mit Grundgütern sichern, Nahrungsmittel, Medizin, Treibstoffen. Aber natürlich kann man ohne Kaviar und Lamborghini überleben, aber es gibt Dinge, ohne die man nicht überleben kann. Ich könnte hier eine Rede wie zu Castros Zeiten von 5 Stunden halten, aber ich sehe, dass hier man auf die Uhren guckt. Wenn man sich das argentinische Beispiel und andere Möglichkeiten anschaut, wir haben geschätzt, wie lange die Krisenperiode beim Ausstieg aus Griechenland dauern sollte. Hier ist das Beispiel von Argentinien. Und Sie sehen, was es zeigt. Das kommt von der New York Times, Paul Krugman, vor 6 Monaten. Die blaue Linie ist die Entwicklung von der Volkswirtschaft von Argentinien, des BIP. Und die rote ist das BIP von Brasilien. Und zwar in Prozent gegenüber dem Stand 2000. Als Argentinien im Jahr 2000 sich abgekoppelt hat vom Dollar, ging es erstmal runter mit der Wirtschaft. Aber dann begann der Aufstieg und der Aufschwung. Und es hat wieder seine Infrastruktur zurückgewonnen und wurde stärker und stärker und ist heute eines der Länder, in denen es der Wirtschaft immer besser geht. Und erst im letzten Jahr hat Cristina de Kirchner die Wahl mit 53% der Bevölkerung der Stimmen gewonnen. Wir haben diesen Kurs für den Fall des Grexit kalkuliert. Und Sie sehen, wenn wir im Jahr 2015 austreten, dann wird es zunächst weiter nach unten gehen, aber dann wird die Hoffnung wiederkommen. Und diese Hoffnung ist das, was wir brauchen. Die ist verschwunden. Im Moment gibt es keine Hoffnung. Stattdessen, anstatt gegen die Finsternis zu sein, sollte man eine Kerze anzünden. Der einzige Weg ist der Ausstieg aus dem Euro und die Einführung der Drachme, verbunden mit robustem Wachstum, sozialer Gerechtigkeit. Und ich werde die übrigen Dinge hier weitgehend überspringen und komme zum Schluss und möchte last not least vorschlagen, ich habe da auch eine Resolution vorgelegt, die zum Teil eingeflossen ist schon in das, was hier vorgetragen wurde. Und ich komme zum Ende. Wie Friedrich Schiller es gesagt hat,
verlieren wir uns nicht in der fernen Zukunft, sondern nutzen, ergreifen wir deinen Moment, haben wir den Mut zu irren. Und greifen wir die blühenden Zeiten der früheren Phasen der Geschichte auf. Und dann, nur dann werden wir in ein Land des Wissens durch die Schönheit, durch das Tor der, so wie, und dann würde die entführte Europa wieder die Sonnenschein finden und lächeln. Und zum Schluss meines Vortrags möchte ich noch Worte von Sokrates und Lyndon LaRouche vermischen. Das Wissen wird das Wissen nicht erreichen. Worauf es ankommt, ist der Weg, um ein guter Mensch zu werden.